So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2 Update 3.0. Ich versuche ein bisschen vorzuproduzieren. Jetzt habe ich schon drei Parts tatsächlich. Ne, das ist jetzt der dritte. Ich habe erst zwei. Es ist jetzt der dritte. Also, ihr wisst Bescheid, es muss nicht jeden Tag ein Video kommen. Letztes Mal sind wir leider ziemlich viel gescheitert. Und zwar an beiden Medi-Leveln. Weil hier Softlock City. Und das ist schon schwer. Ich lasse es jetzt auch lieber. Wir wollen... Guck mal, da ist noch ein Medi-Level. Ist das spielbar? Oh Gott. Wir gucken kurz rein. Wir gucken kurz rein. Ich möchte alle Level kurz anschauen. Die so herausstechen. Und dann entscheide ich mich, ob ich sie spiele oder nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wohin? Oh mein Gott. Und dann zu dem nächsten Schuh. Alter. Oh, fast. Also ich möchte es ein bisschen ausprobieren. Ah, boy. Das wäre, glaube ich, kopfüber, also eben nicht kopfüber, tatsächlich machbar. Das, ich glaube, das Problem entsteht nur dadurch, dass es kopfüber ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was es schwierig macht. Ansonsten sieht das eigentlich voll machbar aus bisher. Nein, ich darf nicht zu weit rüber. Puh. Hoppala. Nein. Puh. Okay. Und dann muss ich da hoch. Alles klar. Den behalten wir jetzt also eine Weile. Okay, so. Nein! Ah, nee, das wird mir zu viel. Nein, ich sehe jetzt schon, das wird mir zu viel. Aber ich habe genug gesehen vom Level, das ist okay. Das wird mir zu viel. Noch ein Medi-Level. 0,83%. Der hat in der Zwischenzeit also auch einiges Neues gebaut. Der Celeste-Ersteller. Hat nicht mehr gereicht, in Celeste die Leute zu quälen mit seinen C-Seiten. Muss jetzt auch in Mario Maker sein. Yo! Das ist... Der macht auch so knappes Zeug immer. Gott... Oh no! Puh. Wie heißt das Level? Triple Trouble. Das würde bedeuten, nach Stufe 3 ist schon Schluss. Verstehe ich das richtig? Triple Trouble? 1, 2, 3. Das ist ja dann schon Stufe 3. Das kriegen wir doch vielleicht hin. Aber bisher ist es nicht so schlimm. Und hier kann ich ja an die Wand und dann mit Wandsprung da hoch. Das sollte definitiv angenehmer sein.
Das müsste doch machbar sein. Also bisher ist es machbar. Das, was ich bisher machen muss, kriege ich hin. So, jetzt weiß ich halt nicht, was kommt. Ah ja. Okay, also. Dreifachsprung, Wandsprung, darunter, Wandsprung und dann durch die Lücke. Ah, ich komme halt nicht zurück. Aber ich habe hier zumindest, ich sterbe hier zumindest nicht. Das ist gut. Ich habe hier immer mehr Möglichkeiten. Ja, ich komme halt nicht an die Wand ran. Das ist das Problem. Okay. Oder ich springe halt einfach nicht. Das geht auch. Okay, aber bisher sieht das machbar aus, das Level. Ah! Das ist schwierig. Der Grab ist schwierig. Nein, ich hatte es. Oh, ich hätte mich retten können, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich bin runtergesegelt. Aber wir hatten es. Sehr gut. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit. Das kriegen wir hin. Das versichere ich euch. Das kriegen wir hin. Ah, so nicht. Wir hatten es wieder fast. Aber das ist echt knapp. Das ist echt knapp. Und da muss ich noch rechtzeitig zurücksegeln. Das wird schon schwierig. Nein! Aber Maddie reizt auf jeden Fall die Mario-Physik echt auch aus. Also das muss man schon sagen. Der hat auf jeden Fall rausgefunden, wie das Spiel funktioniert. Dang it! Mist. Es könnte natürlich auch sein, dass Triple Trouble heißt, alle Stellen müssen mit einem Dreifachsprung gelöst werden und es sind mehr als drei Stellen. Dann habe ich natürlich verloren. Oh boy. Apropos verloren. Na, das ist dann natürlich ein Problem. Wenn ich also nach der 3 noch eine 4 lese, ich glaube, dann bin ich raus. Meine Hoffnung auf dem Level beruht im Moment darauf, dass nach der 3 Schluss ist. Aber das Triple Trouble kann natürlich auch den Dreifachsprung anteasern. Und nicht, dass es 3 Stufen sind. Nein, das wäre gewesen. Das wäre gewesen. Ah, das war auch wieder knapp. Ah! Warum ist das so knapp? Ah, ich krieg's nicht gegrabt. Oh oh. Das gibt's doch nicht. Alter, jedes Mal denke ich, ich hab ihn und dann habe ich ihn doch nicht. Ich krieg ihn nicht hin. Yes! 4! Nein! Scheiße. Okay, was kommt jetzt? Okay. Ich bin raus. Ciao. Schade. Aber ich habe meine 3 habe ich geschafft. So, wir können mal gucken, wie viele Nummern es gegeben hätte. Ja, nach dem On-Off kommt noch ein Abschnitt und dann wäre es das gewesen. Okay. Naja, also bis 5 wäre es gegangen.
Hä? Oh, Spike the... Wait, ist das... Ist das das gleiche, nur richtig rum? Nein, das ist ein anderes, aber es ist das gleiche Konzept. Ich glaube nicht, dass ich das spielen will. Nee. Nee, 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 sowas ist jetzt nichts für mich. Ich habe euch schon genug gequält mit schweren Leveln. Oh, mehr Linkin Park. Okay, nachher. A short challenge for you. Warum bauen die Leute alle so Zeug in meinen Favoriten? Was für Leuten folge ich denn immer nur? Gibt's da nicht. Mit dem P-Switch wieder hoch. Oh Gott, seht ihr, was da drüben kommt? Da muss man auf den Wolken landen. Alles klar. Was ist das denn? Alter. Mancher Torture Fortress. Maddie, bist du irgendwie Sadist geworden plötzlich? Also noch mehr als eh schon? Yo! Ich verstehe, was ich tun muss. Ja, das ist die Röhre, in die ich rein muss. Ja, ist klar. Nein, wir versuchen das gar nicht erst. Ich bin demotiviert, was solche Level angeht gerade. Können wir was Normales spielen? Fabi, rette mich. Dusty Dunes. Seesawy Chomp Canyon. Ein normales Level. Sowas soll es auch noch geben. Aber so kommen wir zumindest schnell durch meine Liste. Wenn nur so Zeug da drin ist, bin ich tatsächlich recht schnell fertig. Leider ohne Erfolg, aber fertig. Mit den Nerven vor allem. Ah, das sieht aber schon wieder schön aus, das Level hier. Komm ich da? Achso, da muss ich von unten ran. Nee, danke. Ich würde meinen Pilz gern behalten. So viel zu meinem Pilz. Na klar, kommt hier ein Leben raus. Oh, nur Münzen. Okay, oh mein Gott. Ich möchte gerne nicht in dem Level sterben. Ein ganz normales Level, das spielen wir durch, ohne zu sterben. Okay, cool. Freut mich, dass ihr das auch so seht. Das sieht doch nach einem guten Ziel. Es sieht überhaupt nicht nach einem Ziel aus. Es sieht nach Scrolling aus auf einmal. Hilfe! Können wir nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der wird mich killen. Tut er nicht, okay. Der bitte auch nicht. Oh, Checkpoint. Und Pilz. Okay. Yo, was? Okay, ganz ruhig. Es ist gar kein Boss, ich muss nur die Münzen sammeln. Also dadurch ist es schon ein Boss, aber kein schlimmer. Easy going. Ich krieg hier sogar nochmal den Pilz. Lel. Alles easy. Zack, tschüss. Und das war's. Sehr schönes Level. Huch. Plötzlich springt man hier in eine Box rein. Alles klar. Sehr schön. Nehmen wir mit.
kein Level geschafft heute. Yay. Popquiz von Maddie. Okay, das kann man zumindest offensichtlich schaffen. Ja, let's go. Was hat er getan? Hä? 3, 5. What? Also muss ich die ersten zwei drücken und dann nicht und dann schon, oder wie? Ach so, die ersten zwei müssen blau sein, dann rot, blau, okay. Blau, rot. Bin ich dumm? Blau, blau, rot, blau, rot. Blau, blau, rot. Blau, rot. Ach so. Verstanden. Rot, blau, rot, 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 blau, blau. Rot passt. Blau. Rot. Oh. Verstanden. Blau, blau, rot. Und es bleibt blau. Nicht dagegen springen. Blau, blau, rot, blau, rot. So. Blau, blau, rot, blau, rot. Ich hab's verpeilt. Blau. Es muss halt durch das Zeitlimit wieder blöd werden. Ne? Das ist... Ah. Warum? Warum, Maddie? Blau, blau, rot, blau, rot. So, rot, blau, rot, rot. Es geht mit rot los. Gang. Dang it. Blau, blau, rot, blau. Und dann trifft man es halt nicht mal. Obwohl man weiß, dass es gedrückt wird. Man es also eigentlich drücken würde, trifft man es einfach nicht. Blau, blau, rot, blau, rot. Rot, blau, rot, 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 blau. Rot. Es geht mit rot los. Es ist richtig. Lass es doch gedrückt, Mensch. Kerl. Lass es doch gedrückt. Es ist doch alles in Ordnung. Beruhig dich doch. Blau, blau, rot, blau, rot. Blau, blau, rot, blau, rot. Rot, blau, rot, 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 blau, blau, blau. Leck mich doch fett. Was zur Hölle? Das krieg ich doch nicht mal. Das krieg ich doch nicht mal in den Schädel rein. Blau, rot, blau, blau. Rot, blau, rot, rot. What? Vor allem in der Zeit, die man da eigentlich das nur durchlaufen hätte, zum Durchlaufen hätte. Also blau, rot, blau, blau, rot, blau, rot, rot, blau. Blau, rot, blau, blau, rot, blau, rot, rot, blau. Blau, rot, blau, blau, rot, blau, rot, rot, blau. Blau, rot, blau, blau, rot, blau, rot, rot, blau. Blau, rot, blau, blau. Ich muss so schnell dagegen springen. Ha. Blau, blau, rot, blau, rot. Das Dumme ist, also das Zeitlimit macht es echt blöd. Das Zeitlimit hat... Macht das Ganze echt blöd. Ich kann es nicht anders sagen. Blau, rot, blau. Ich weiß ja, wie es geht. Ja. Aber es ist halt... Das ist das Problem. Also blau, rot.
Es geht mit Blau los und Blau ist schon gedrückt, du Pfeife. Blau, Rot, Blau. Ich muss halt schnell rennen, weil das Zeitlimit da ist. Ich kann nicht, ne? Nur merken reicht nicht. Man muss auch noch mit den blöden Physics hier arbeiten. Es ist richtig. Lass es gedrückt. Mann. Typ. Boah. So. Rot, blau, rot, 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 blau. Es ist richtig. Lass es gedrückt. Du Vollidiot. Das gibt's doch nicht. Es ist richtig. Lass den ersten gedrückt. Danke. So. Also nochmal. Blau, rot, blau, blau, rot. Blau, rot, rot, blau. Blau, rot, blau, blau, rot. Blau, rot, rot, blau. So, blau ist schon gedrückt. Lass das. Du drückst den zweiten. Oh, so könnte ich mir das auch merken. Ich merke mir die Zahl, die ich drücken muss. Ich muss drücken 2, 3, 5, 6, 7, 8. Scheiße, das ist schwieriger. 2, nee, warte, doch. Ich muss 2 drücken, dann muss ich 3 drücken, dann muss ich 5 drücken, doch. 2, 3, 5, 6, 7, 9. 9 muss ich drücken. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Okay. 2, 3, 5, 6. Ich habe die 6 nicht gedrückt. Ich habe die 6 nicht gedrückt. Dann kann ich das hier aber genauso machen. Ich muss die Rücken 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Da muss ich drücken 2. Ich kann es noch nicht sehen. Nein! Was? Geh heim. Da muss ich drücken 2, 3, 6. 2, 3! Ich habe die 3 nicht. Gibt's doch nicht, ey. So. 2, 3, 6. Nochmal. 2, 3, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 5, 6, 7, 9. 2, 3, 5, 6, 7, 9! Das war schon die 9, ne? Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Zwei, drei, fünf, sechs, sieben, neun. Hä, bin ich dumm? Ich muss doch den da drücken. Habe ich nicht richtig gezählt? Nochmal. Guten Morgen. Ist das die... Bin ich an der 9 vorbeigelaufen oder ist es die 8? Ich hab nicht gedrückt. Ich hab... Boah, das Level riecht mich gerade dermaßen auf, weil ich mich über mich aufregen muss. Holy shit. Wie unfähig kann ein einzelner Mensch sein? So, was habe ich falsch gemacht? 2, 3, 5, 6, 7. Ich habe die 7 nicht gedrückt.
Ich muss drei hintereinander drücken. 5, 6, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Ich glaube, ich habe die 7 immer vergessen. Kann es sein? 2, 3, 5, 6, 7, 9. Mamma mia! Wir haben ein Medi-Level abgeschlossen. Wir haben ein Medi-Level abgeschlossen. Nein, es kriegt kein Herz. Nein. Es ist ein saublödes Gimmick gewesen. Ah. Warum starte ich es überhaupt? Snow Day von Maddie. Ah, Weitsprung, klar. Logisch. Okay. So weit, so gut. Noch alles ist machbar. Noch ist alles machbar. Hä, wie soll ich den denn auslösen? Oder ist denn nur so? Ich sage jetzt gleich, ich verstehe nicht, wie ich den auslösen soll. Weil wenn ich dagegen donke, löst es den ja nicht aus. Und dann ist unten dieses Speed-Ding, das zieht mich dann rüber. Nee, keine Ahnung. Okay, lassen wir das. Ah, und dann sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo wir die Sonne-Level gespielt haben. Das heißt, da waren. Ich lasse die Medi-Level jetzt aus. Was zur Hölle? Der hat ja komplett. Wait, das geht nur 10 Sekunden. Der hat ja komplett krasses Zeug gebaut mittlerweile. Oh Gott, der baut halt echt. Oh, was ist mit Maddie los? Hat der am Anfang. Der hat doch am Anfang nettere Sachen gebaut, oder? Es waren schon schwierige Level, das weiß ich noch. Aber das war nicht so krasses. Der ist ja komplett übertrieben gerade. Aber ja, gut, ist in Celeste ja auch so, ne? Hat's ja auch nett angefangen und dann kamen die C-Seiten. Die ich nicht mal gespielt habe, aber allein wenn ich es bei HF gesehen habe, was man machen muss. Uff, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg dieses Rumgedrehe nicht hin. Das ist wie in dem anderen Ding gerade auch. Mann! Vielleicht vorher drehen oder so. Oder zweimal drehen. Das geht. Oh boy! Mehr darf. Nee, das ist die ganze Zeit zur Wand gesprungen. Nee, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, Maddie. Maddie, geh weg. Maddie, ich will nicht. Nein, lass mich in Ruhe, Maddie. Nein, Maddie. Okay, da ist wieder Devori. Das Kaizo Training Plays Easy von Vicaris. 15% schaffen wir es. Ah, es ist sowas, okay. Die Pfeile verwirren mich gerade komplett. Ich mache das intuitiv. I'm sorry, ich mache das intuitiv. Die Pfeile verwirren mich komplett.
Das sind so viele. Wahrscheinlich sind es super Indikatoren, wenn man versteht, was man tun soll. Ah, das geht doch intuitiv angenehmer, glaube ich. Es ist nur leider kein SMW-Springboard. Ah, danke. Aber es funktioniert trotzdem so. Ich weiß nicht, was er mir mit den Pfeilen sagen will. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, danke schön. Wahrscheinlich kann man das damit viel besser steuern. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Nummer 1. Hey, wait, ich kann die andere. Ah, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, da kann ich mir die andere ja gleich mitnehmen. Nix war's. Hat nicht funktioniert. Schade. Oh, okay. Gut, dass wir den gefunden haben, I guess. Pow. Ja gut, das ist das gleiche in grün. Wobei eher das Springboard ja grün ist. Ha! Ne, das Setor hätte es auch getan. Die wäre angenehmer. Oder ne. Ach, oder eine Röhre, die Pause droppt. Kommt hier ein Pau raus? Nein, warum nicht? Gut, ich soll wahrscheinlich das nicht so dagegen pressen, sondern so halt, ne? Ja, genau. Ich hab nicht mal nach links gedrückt. Nach unten gedrückt und er macht den trotzdem in die Wand rein. Dankeschön. Wait, what? Ich hätte ihn nicht rausholen sollen, ne? Ich glaube, das war ein Fehler, den da rauszuholen. Geht das trotzdem noch? Kann ich das retten? Ich glaube, ich kann das retten. Ja, jetzt nicht mehr. Scheiße. Oh, jetzt habe ich einen. Nee, habe ich nicht. Der ist jetzt nicht drin, ne? Ja, der liegt jetzt nicht hier. Okay. Aber ich muss den aus der Lücke. Ich habe dafür eine Chance. Ich muss den aus der Lücke rausziehen und dann muss der Sprung klappen. Ich würde das lieber andersrum weiter probieren, mit dem, dass ich die zwei aufeinander stapel. Und da. Ah, ne, es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Alles gut. Alles gut, ich muss ihn mir nur wiederholen. Und dann mit ein bisschen. Ah, es reicht gerade nicht. Das könnte aber, ich glaube, das könnte gehen. Ich darf nur. Ich darf ihn nur nicht kaputt machen. Aber wie es intended ist, das kriege ich nicht hin. Das ist ein Doppel-Pow-Jump. Thank you.
Oh, Mist! Dass der immer kaputt geht! Okay, können wir uns mal die anderen Räume angucken? Ich werde das Level nicht abschließen, alleine schon, weil der Powerraum da ist, aber ich will mal die anderen Räume sehen. Shellraum. Hä? Wo kam jetzt der andere her? Guck mal, hier hat es auch geschafft, so eine Röhre zu erstellen. Beziehungsweise einen Reset zu erstellen. Warum bei dem anderen nicht? Ja, Shelljumps sind halt easy. Ah. Okay, on, off. Was haben wir hier? Ach, den Spaß. Das ist cool. Das ist cool. Ja, versaut. Muss ich zwei jetzt hier machen, ne? Ah, das ist cool. Dass du von dem weitergedrückt wirst. Das ist cool. Ich mag den Glitch. Ja, ich brauche den zweiten nicht mal. Oder muss ich den drücken? Nee, muss ich nicht. Ich komme so an die Münze ran. Oh, das heißt aber... Man muss theoretisch... die andere Challenge... mit dem Springboard gar nicht machen, weil man kann einfach zweimal die On-Off-Challenge spielen, um an die Münze ranzukommen. Na, das ist im Prinzip egal, welche man nimmt. Weil du gehst durch die gleiche Röhre nachher durch. Und jetzt kannst du auch die untere Münze mitnehmen. Obwohl du gar nicht die Challenge gespielt hast, zu der die Münze gedacht war. Vielleicht haben wir Glück, und das ist mit dem Pau genauso. Vielleicht kann ich die P-Switch-Challenge spielen und habe damit die gleiche Münze, die auch die Pau-Challenge wäre. Wenn ich hier nur P-Jumps machen muss, ist das ja super easy. Guck mal, hier hat es auch geschafft, Reset-Türen zu bauen. Warum drüben nicht? Es ist die gleiche Röhre. Es ist die gleiche Röhre. Nice. Nice. Scheiß auf die Pau-Challenge. Wir beenden das Level. Yes. Wir gehen einfach nochmal durch den P-Switch-Raum. Sehr gut. Wir kriegen das... Aha. Komm ich da hin? Ohne durch die Röhre? Ja, komm ich. Gut. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte den nicht mitnehmen. Kannst du behalten. Das geht aber immer noch. Nee, es geht nicht mehr. Nimm ihn doch nicht in die Hand. Nimm ihn doch nicht mit. Alter, ich hab's doch vorhin auch geschafft. Habe ich wieder mitgenommen. Ja, moin. Ja, bin ich denn blöd? Vorne einfach auf Anhieb hochgegangen. Jetzt struggle ich des Todes. Das habe ich wieder mitgenommen. Danke.
Ich bin vorhin da einfach hochgesprungen. Was soll das? Ich meine, es ist immer noch besser als der Pausprung, weil den Pausprung schaffe ich halt einfach nicht. Ja, danke. Weil den Pausprung schaffe ich halt einfach nicht. Es ist halt Fakt. Aber lul. So. So macht man das übrigens. Bitte keinen Key Death. Nein, sieht gut aus. Okay, okay, okay. Einen Pausprung kriegen wir ja hin. Das ist ja nicht das Problem. Einen Pausprung kriegen wir ja hin. Aber die zwei hintereinander, uff. Muss nicht sein. Vielleicht habe ich es auch okay, nehme ich mit. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Und die Stelle mit dem Pau wäre ganz anders gegangen, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, ne? So ist es angenehmer gewesen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.